Hallo und herzlich willkommen zu Schrank TV Talk. Heute ein ganz besonderer Gast bei uns, Lisa Fitz. Ich begrüße Sie, Frau Fitz, recht herzlich bei uns in der Sendung. Hallo und guten Tag. Hallo. Jetzt ist es ja so, wie sind wir aufeinander gekommen? Wir hatten ja telefoniert letzte Woche und wenn ich kurz diesen Zusammenhang bringen darf, wie überhaupt die Synergie war. Ja, gerne. Das war. Ich hatte ein Video gesehen, was viele mittlerweile von den YouTubern kennen, und zwar diesen, ich sag mal, den legendären Auftritt von Ihnen in der Spätschicht SWR. Da reden wir gleich drüber, über diese wirklich tollen 5 Minuten. Und dann habe ich gesagt, okay, diese Frau, der möchte ich gerne ein Buch von mir schenken. Mhm. Und wir schrieben doch die Managerin oder die Agentur an. Genau, über die ist die Anfrage gekommen. Genau, und auf und einmal. Zeitgleich, das darf jetzt ich erzählen. Wahnsinn! Zeitgleich habe ich nämlich 2 Tage vorher habe ich gelesen, die Jahrhundertlüge, Teil 2, glaube ich. Ich habe mir das als Download, als E-Book downgeloadet, habe es im Flieger von Paraguay, da war ich gerade zurück, habe ich das Buch gefressen und bin dann bis zur Hälfte gekommen und dann, wie ich zu Hause war, kam das E-Mail. Super. Also das haben uns, höhere Mächte haben uns zusammengeführt. Genau, und jetzt ist es ja so, jetzt die Vibrations, ja, die Quanten. Genau. Sie waren ja gestern bei Gregor Gysi, wie war das grob dort in der Sendung? Das war keine Sendung, sondern das war die in der Distel, das heißt Missverstehen Sie mich richtig, und im Berliner Theater, die Distel, interviewt er Gäste, und das war 2x1 Stunde, also ziemlich lang, ich wusste das gar nicht, über das ganze Leben, und er war ein sehr charmanter Gastgeber und hat gar nicht viel gesprochen selber, hat sich sehr zurückgenommen, und ich durfte also über das Leben erzählen, hatte 400 sehr aufgeschlossene Berliner da unten sitzen, lachfreudig und nett. Jetzt ist ich habe dann nachher ihn ausgefragt, ne, und habe dann auch viel Interessantes erfahren. Also ja, so die Familie Fitz, kann man sagen, ist ja eigentlich eine richtige Künstlerfamilie, die in wie viele Generationen geht es jetzt schon zurück? Ich bin die 3. Generation und mein Großvater war das sozusagen schwarze Schaf in der Familie, der sollte Architektur studieren und ist Künstler, Schriftsteller, Autor und sowas wie Kabarettist geworden, Vortragskünstler. Mein Sohn ist die 4. Also über 4 Generationen geht die Familie. Ich habe festgestellt in den letzten Tagen, wo ich gesagt habe, ich freue mich ganz doll, dass Lisa Fitz zum Gespräch kommt, da habe ich festgestellt, dass Leute, die jetzt im Mainstream viel unterwegs sind, dich alle kennen. Also man kann sagen, du hast eine Quote von fast 100%, Bekanntheitsquote, ist enorm. Habe aber auch festgestellt, wo ich zu den Leuten sagte, wisst ihr, dass Lisa Fitz auch, ich sag mal, politisch aus meiner Sicht sehr revolutionäre Ansätze hat. Da waren nur ca. 50%, die sagten, das weiß ich. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich, also eigentlich eine sehr heftige Entwicklung hinter mir habe. Und jetzt kennen mich viele von ganz früher, also ich war auf der Schauspielschule, ich habe mit meiner Freundin Lieder von Peter, Paul und Mary gesungen, wir waren Singer-Songwriter, haben Lieder geschrieben. Dann bin ich über Nacht plötzlich bekannt geworden mit der Moderation der Bayerischen Hitparade. Ja, ich habe das einfach mal, kannst du das moderieren, da war ich 21. Ja, gut. Dann hatte das Einschaltquoten von 70% und die Leute haben mich geliebt, aber für etwas, was ich, hinter dem ich nicht gestanden bin. Und das zeigt sich öfters in meinem Leben. Ich komme in irgendwelche Umstände, plötzlich, und dann wird was ganz bekannt, und dann muss ich aber erst nochmal überdenken, war das überhaupt richtig für mich? Okay. Das ist aber ein Muster, aus irgendeinem Grund. Und dann habe ich mich aus dem langsam rausentwickelt, auch von meinem Vater als Manager weg, bin eigene Wege gegangen, habe meinen damaligen ersten Ehemann Ali Khan kennengelernt, der Perser war, und habe dann das Lied Mein Mann ist Perser geschrieben, das Lied gegen Rassismus. Und da fing die Kabarettzeit an. Dieter Hildebrand, ne? Dieter Hildebrand, und das war dann auch, ich glaube, 86 oder so. Also das hat sich entwickelt. Und ich kann nichts dafür, ich hätte das vorher nicht machen können. Und auch meine Weltsicht hat sich seit ein paar Jahren, seit 2007, mit der Lektüre von verschiedenen Büchern und Informationen in den Kopf gestellt. Ich hätte es vorher nicht gewusst, ganz einfach. Was ist da konkret passiert? Du hast diese Jahreszahl 2007 genannt. Was ist da konkret passiert? Bis dahin habe ich gesellschaftspolitisches Kabarett gemacht und eigentlich mehr für die Sache der Frauen. Also daher kennt man mich auch. In der Emanzipation war ich sehr tätig für die Sache der Frau. Hat sich bis zum gewissen Grad erübrigt, weil das Thema jetzt so ein bisschen, es ist immer noch aktuell, weil in den Vorständen wenig Frauen sind, aber es ist so ein bisschen, hat man jetzt nicht mehr so eigentlich, es gibt andere Sachen. Ist schon Mainstream richtig geworden mittlerweile, ja. Ja, also wenn jetzt jemand immer noch kommt und sagt, wir Frauen müssen doch auch, dann sagt man, ja, ist ja gut. Ne? So, es ist, war damals nötig, aber jetzt nicht mehr so. Und 2007 habe ich das Buch gelesen, mit der Ölwaffe zur Weltmacht, von William
Engdahl. Engdahl. Mhm. Ich habe das in Thailand gelesen, im Urlaub habe ich mir das angetan. Tue ich mir oft im Urlaub, mache ich mir so ein Koran übrigens auch, können wir nachher drauf kommen. Und habe das gelesen und habe mir gedacht, wozu mache ich überhaupt noch Kabarett? Die Welt ist, die Politik ist so dermaßen kriminell verlogen. Die Ölpolitik, die Ölmacht sitzt am Drücker, also die Leute, die damit zu tun haben. Dann habe ich das weggelegt und habe mir gedacht, kann eigentlich so aufgeben, bringt nichts. Und dann fing es aber an, sich zu setzen. Dann kamen hinterher Bücher von Wisniewski über 9-11. Dann habe ich angefangen, nicht nur ihn natürlich zu lesen, sondern alles zu hinterfragen. Das ist wirklich sehr ausgiebig getan. Dann Daniele Ganser, NATO-Geheimarmeen, inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung. Mhm. Und dann habe ich mir sogar noch angetan, den Zbigniew Brzezinski, Sicherheitsberater, Brzezinski, der den kaum einer kennt. Mhm. Graue Eminenz aber ist, ne? Die Graue Eminenz. Der ist die Graue Eminenz, das ist der Chef-Geostratege und der Mastermind hinter 4 oder 5 genau. US-Präsidenten und hat Bücher geschrieben, wie die Geostrategie, mit Plan für die Eroberung der Welt. Also das ist ja auch alles belegt, wer es nicht glaubt und wer sagt, das ist alles unwahr, der braucht ja bloß diese Menschen googeln eigentlich, ja, und sie wörtlich reden hören. Jetzt haben wir 2016, 2007 so. Kann man sagen, da gab es einen Wandel in Ihrem Leben, in dem Moment. Jetzt ist ja eine Menge passiert, ne? Wenn man sich überlegt von 2007, jetzt haben wir 2016. Ja. Und was ich besonders toll finde, das ist auch die Frage, warum sind jetzt Berufskollegen gerade in dem Bereich relativ still und sagen da nichts? Also mir fehlt sehr, muss ich sagen, mir fehlt, der Dieter Hildebrand ist genau im falschen Moment gestorben, aus seiner Sicht vielleicht im richtigen Moment, hat er gesagt, jetzt reicht's. Ich weiß es nicht, der fehlt mir sehr, seine Kommentare hätte ich an allen Ecken und Enden gerne gehört jetzt. Und es ist natürlich mit den Privatsendern eine Comedy-Schwemme über uns gekommen und manchmal versuchen die Öffentlich-Rechtlichen mitzuhalten. Es ist schon vieles sehr verflacht, muss man sagen, man findet kaum noch Leute, die Wahrheiten aufdecken oder denen man zuhört und sagt, oh, wow, jetzt wird es aber gefährlich, jetzt wird es passieren. Vielleicht, also man findet sie selten und ich denke mir vielleicht, entweder liegt es daran, dass viele Kollegen sich nur aus den gängigen Zeitungen raus informieren oder sie recherchieren nicht genügend nach. Vielleicht haben sie keine Lust, vielleicht wollen sie nicht, vielleicht haben sie Angst, aber ich glaube, die meisten beschränken ihre Background-Informationen schon auf die normale Presse. Es gibt die Nachdenkseiten noch, da schauen viele. So, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, die Gründe sind vielfältig und unterschiedlich. Und manche bleiben auch gern einfach an der Oberfläche. Sie wollen es nicht so genau wissen, glaube ich. Wenn ich jetzt mal kurz zurückkommen darf auf diese Sendung Spätschicht, ne? Ja. Und dieser Auftritt kann ich all unseren Zuschauern, die es noch nicht gesehen haben, absolut empfehlen. Sind nur 5 Minuten, aber die haben es wirklich in sich. Da sind sie auf die Bühne gekommen mit der 68er-Hose, ne, haben die in die Ecke geschmissen. Ja. Und da kam was rüber, eine Energie. Also ich kann sagen, ich habe die gespürt, die war enorm, wo sie also über Merkel, Ursula von der Leyen quasi, ja, jetzt noch um die NATO als Aggressionsmaschine. Ja, ja. So als aggressives Gebilde deklariert hat. Frage ist jetzt, war das so, ich meine, wenn man so lange im Schauspielbusiness ist, ist man natürlich ein guter Schauspieler. Ich hatte das Gefühl, es kam wirklich aus dem Herzen. Wie war das wirklich gewesen an dem Abend? Also es kam natürlich aus dem Herzen, also fast alles, was ich sage, kommt aus dem Herzen, weil ich bin bekannt dafür, authentisch zu sein. Und ich, also dazu beigetragen hat auch Willi Wimmer, ja, weil ich habe, wie ich an den gekommen bin, der war ja auch in der, was war er, im Sekretär im Verteidigungsministerium? CDU sogar, ich war gar nicht CDU, meine ganze Familie ist CSU, sind lauter CSUler, ganz nette, alles nette Menschen, waren alles CSUler. Und ich war dann, ich war Verschiedenes, ja, heute bin ich gar nichts mehr, weil ich möchte gar nichts mehr wählen, so wie es aussieht. Also ich versuche nur Dinge von mir zu geben, die ich wirklich meine, aber Willi Wimmer hat mit dazu den Ausschlag gegeben, weil der seine Kommentare abgegeben hat und sehr gut formuliert hat. Und ich habe mir das angehört und mir gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Und dann speist man sich aus verschiedenen Quellen, also auch aus deiner, wenn ich das lese, dann sehr klar formuliert, so dass man es verstehen kann und versucht, Dinge zusammenzufassen, zu verdichten und weiterzugeben. Und das war in dem Fall auch der Fall, dass ich wusste durch diese Bücher vorher, wusste man, dass, oder wenn man die USA nimmt, anders angefangen, man kriegt dann immer so Kampfbegriffe übergestülpt, so amerikafeindlich, ja. Mhm.
oder Putin-Braut, hat mich dann einer genannt, oder Putin-freundlich, Putin-Versteher, dieser ganze Quatsch. Es lässt sich alles nicht mehr so leicht in links und rechts einteilen, sondern ich war in Amerika, das Land ist wunderschön, das sind ganz nette Menschen, sind politisch vielleicht ein bisschen naiv, kann man so sagen, ne? Sind bei uns aber auch viele. Die Leute sind nett, sind freundlich, sind aufgeschlossen, sondern es sind ganz klar andere Kräfte dahinter. Und die sind meine Feinde. Und der Feind ist natürlich zu groß, als dass ich ihn jetzt aushebeln könnte. Aber was ich machen kann als Kabarettist, ich kann provozieren und ich kann dazu beitragen, dass die Leute, ich kann zur Aufklärung beitragen. Und ich rufe auch oft Kollegen an, das nur dazu, ich rufe Kollegen an, sagen, mir stimmt das, was ich da gehört habe? Und die sagen dann oft, ja, stimmt. Und dann gehe ich stärker in diesen Meinungs- und Aufklärungskampf. Das ist so ein, viele fragen sich ja, wie kann das funktionieren? Natürlich hast du jetzt so ein bisschen immer noch um dich herum, ich sag mal, die Kabarett-Wolke, dass man sagt, okay, das ist ja eigentlich... ist ja nur Witz. Ist ja so Witz, ja. Wie damals Scheibenwischer oder die Anstalt. Aber trotzdem ist es ja schon enorm. Also diese Sendung, also die du da gebracht hast, diese Spätschicht, haben sich viele gefragt im Nachgang, oh, ob die morgen noch überhaupt arbeiten darf, die Lisa Fitz? Ja. Weil, was hat sich jetzt geändert? Denk mal zurück an die 70er Jahre, 80er Jahre. Da gab es ja immer Leute, die was gegen den Mainstream auch gesagt haben. Aber woran liegt es, dass immer mehr, sag mal, prominente Kuschen und Ja-Sager sind? Also ich, wer bin ich, dass ich das beurteilen kann? Aber sicherlich ist es eine Informationsflut. Ich gehöre auch nicht zu denen, dass ich sage, das ist die Lügenpresse, sondern ich sage, es ist eine Weglassungspresse, es ist eine einseitige Presse, weil man halt gut über den berichtet, mit dem man Geschäfte macht. Ne? Und wenn wir hier haben, wenn wir Medienlandschaft haben, die unser Partner ist die USA, wir können alle, dann wird man natürlich sich das verbeißen, schlecht und kritisch darüber zu berichten, wobei das Wort natürlich eigentlich rausgehört, weil man sollte sich nicht verbeißen. Man sollte kritisch berichten, und das hatten wir ja früher schon auch mal, das berichtet worden, und jetzt haben wir eine Informationsflut, die alle unter sich begräbt. Jeder ist mit seinem Handy beschäftigt, da kann er sich den ganzen Tag unterhalten. Wenn er auf YouTube schaut, höre ich mir einen kritischen Bericht an, lande dann plötzlich bei Asylantenheim-Anzündern oder was weiß ich, wollte das gar nicht sehen. man blickt nicht mehr durch, richtig. Ja. Ja. Und das glaube ich, dass viele dann also abschalten und sagen, Kinders, tilt. Kann man vielleicht sagen, über Informationszeitalter vielleicht schon heutzutage? Auf jeden Fall, ja. So viel Input. Also es macht auch, wenn ich überlege, ne? Entschuldigung, hab du gesagt. Oh, kein Problem, alles okay. Wenn ich überlege, was ich für Bücher lesen muss und diese Arbeit, diese dann 300 bis 600 Seiten, das zu verdichten auf Kabarett, das ist viel Arbeit. Und manche stellen nach dem Arbeitstag dann ab und sagen, ich möchte nichts mehr wissen, ich möchte jetzt mal Bier trinken und Fußball schauen. Wenn jetzt als Beispiel so eine Kabarett-Show ist, danach gibt es dann noch einen Kontakt zwischen den Zuschauern, dass man danach eine Art Interaktion hat, dass man sich unterhält. Wie läuft das Feedback? Gibt es Mails? Leute, die Sie anschreiben, die sagen, Dankeschön, danke, Sie haben mir das Herz geöffnet, dass Sie die Wahrheit gesagt haben. Gibt es so eine Reaktion überhaupt? Ja, die gibt's. Also ich habe da sehr, meine Agentin, die wurde überschwemmt von Mails, zum größten Teil positiv. Und die war erschüttert, weil die meisten geschrieben haben, danke, dass jemand die Wahrheit sagt. Und sie hat gesagt, das kann doch nicht sein, wir leben nur im Land der Meinungsfreiheit, was ist denn hier los? Das meine ich. Ja, zum Beispiel. Und dann, wenn ich Gastspiele habe, gebe ich nachher noch Autogramme und verkaufe da CDs und dann kommen die und dann kriege ich Feedback. Bei dem Fernsehauftritt nicht. Da merkt man es nur, es wird still. Also ich musste das dann aushalten, dass das nichts zum Lachen war. Weil normalerweise ist Kabarett, die Leute sollen ja lachen, möglichst oft. Ja. Und ich wusste aber, da gibt's nichts zum Lachen. Oder nur 2-3 Mal. Und dann habe ich es aber am Schlussapplaus gemerkt, dass das was aufgemacht hat. Und ich hatte auch, glaube ich, das war die höchste Anzahl von Klicks, das hat sich verbreitet, wie bis aus Sibirien. Der Pavel hat mir aus Sibirien geschrieben und gesagt, dein Freund Pavel. Diese Sendung Spätschicht, über die wir da sprachen. Ja. Genau. Ja. Also wie ein Lauffeuer. Also ich habe es ja selber wir kriegen auch sehr viele Mails. Also es ist unvorstellbar. Aus verschiedenen Kanälen haben wir Mails bekommen und gesagt, hier, guck mal, Lisa Fitz. Also jeder schickte dir was zu. Also sie haben wirklich eine Menge bewegt damit. Ja, ja. Und jetzt ist die Frage, das ist jetzt nun schon passiert. Wie geht's weiter? Wie sehen die neuen Projekte aus? Ist immer noch Wut im Bauch? Was ist die Botschaft an die Zuschauer?
Also es ist überhaupt nicht einfach im Moment, weil man muss ja, wenn man jetzt ein Kabarettprogramm, ein neues schreibt, ja, das muss 3 Jahre aktuell sein, also man kann es immer wieder updaten und aktualisieren, aber teilweise habe ich Sachen über die Späßskandale und Abhöraffäre, die sind jetzt vor einem Jahr geschrieben, sind schon wieder alt, ja. Und man muss die Leute unterhalten, als Kabarettist musst du natürlich die Leute also unterhalten, weil es ist ein Teil der Unterhaltungsbranche, also ich kann es nicht hingehen und einen Pfarrer spielen und eine Stunde Vortrag halten. Ich muss Gags machen, ich muss es lustig machen, ich muss Pointen machen und ich kann die Leute auch nicht vom Kopf stoßen. Ich muss die schon da abholen, wo sie sind und dann langsam zu dem hinführen, was ich denke und dann muss ich aushalten, dass viele also auch überhaupt nicht meiner Meinung sind. Und das heißt, man steht jedes Mal so ein Programm, also alle 3 Jahre schreibt man es. Mhm. Nächstes Jahr bin ich in der Spätschicht aber ein paar Mal, ab März, April sowas. Also ich kann jetzt noch gar nichts für die Spätschicht schreiben. Ich kann nicht sagen, so, jetzt habe ich, das war jetzt gut und jetzt setze ich gleich noch einen drauf, weil was weiß ich, was mit der Ukraine und was in Syrien ist, wenn es April ist. Frau Fitz, im letzten Jahr, als die Flüchtlingswelle im Herbst begonnen hat, Ende Sommer, Anfang Herbst, da sah es wie folgt aus, da gab es auf der einen Seite ja besorgte Bürger, die sich gesagt haben, was könnte auf uns zukommen, die Angst hatten. Und auf der anderen Seite wurden teilweise diese Leute ja bezeichnet von Gabriel, Sigmar Gabriel, als Pack. Und gerade ihre Branche, ich sag mal die Showbranche, hat sich ja sehr stark gemacht für Flüchtlinge. Um mal ein paar Namen zu sagen, Udo Lindenberg, Grönemeyer, Til Schweiger und so weiter. Man hatte damals den Eindruck, dass fast die gesamte Branche eigentlich für die Flüchtlinge war. Und viele Leute haben mich auch gefragt, ich konnte die Frage nie beantworten, deswegen bin ich froh, dass wir heute beide hier sitzen. Wie kann das sein? Haben die wirklich alle daran geglaubt oder haben die das gesagt, was sie sagen müssen? Ich glaube nicht, dass sie es gesagt haben, was sie sagen müssen, sondern erstens ist es natürlich immer leichter, sich auf die Seite, oder dass ich auf die Seite der Menschlichkeit zu schlagen. Also wenn ich Leute sehe, die in Schlauchbooten übers Meer kommen und ertrinken, dann werde ich nicht sagen, ja, zurück. Ja. Okay. So klar. Also das waren immer die Künstler, die sich eingesetzt haben für Menschen in Afrika, für dieses und jenes. Also insofern ist das erstmal normal. Bloß bei vielen hat die Recherche dann oder die Beschäftigung damit auch aufgehört. Ich kenne auch Kabarett, die Kollegen, die sagen, nee, da ist jetzt Schluss bei mir. Wenn Flüchtlinge rüberkommen, muss man helfen. Nein, da lasse ich mich auch gar nicht ein aus. Das will ich gar nicht. Gut, ja. So was aber meines Erachtens dabei. Also man ist auf der sicheren Seite auch, weil später kann einem niemand was vorwerfen. Wir schaffen das, ich war auf der richtigen Seite. So. Mhm. Das ist die eine Seite. Bei vielen hört es aber dann auch auf, sich damit, die haben ja einen Beruf und was weiß ich, die Beschäftigung damit hört auf. Und was völlig fehlt, finde ich, ist differenziertes Denken und kontroverse Diskussionen scheint ausgestorben zu sein. Also dieser Populismus ist auch auf dieser Seite zu finden. Das heißt, dass Menschen übers Meer kommen und ertrinken und man sie aufnimmt und man auf der Seite dieser Menschen ist und helfen will, ist eine Sache, die ist auch richtig. Die tut mir ganz leid. Auf der zweiten Seite muss ich überlegen, wie geht die Flüchtlingspolitik weiter? Es werden offensichtlich doch mehr. Mhm. Die dritte Seite sind die Kriegsursachen und die Heuchelei. Wir müssen die Kriegsursachen bekämpfen. Sie kämpfen nicht, bekämpfen nicht die Kriegsursachen, sondern sie kämpfen um die Kriegsursachen. Sie kämpfen um die Kriegsursachen, weil da drunten, da geht's um geostrategische Interessen, wieder um Rohstoffe, um was weiß ich, Gaspipelines, Öl. Alles schon beschrieben. Es geht darum, wie viele verdienen an der Flüchtlingsgeschichte. Es geht darum, dass gesagt wird, George Soros hängt mit drin, hat ein Flüchtlingshandbuch verteilt, wo können wir hingehen und Geld verdienen. Also sind ganz viele verschiedene Themen, und auch die Absicht vielleicht, die Deutschen dann zu spalten, also als die Migrationswaffe. Ne? Also das ist so. Und das muss ich alles anschauen. Und deswegen ist es natürlich ganz klar, dass man versucht zu helfen, aber man muss parallel auch sagen, oh, jetzt laufen mir meine eigenen Bürger davon, jetzt muss ich irgendwie, ich kann nicht nur ständig auf der Seite der Flüchtlinge sein, sondern ich muss jetzt meine eigenen Bürger mehr an die Brust nehmen und mich um die kümmern. Was ist da passiert? Da hat man das Gefühl gehabt, man ist als deutscher Bürger irgendwie plötzlich überhaupt völlig unwichtig. Man hat Angst gekriegt, die Leute haben Angst gekriegt, ja. Und warum lasse ich die Leute dann so im Regen stehen und wundere mich dann, dass rechts so einen Zulauf kriegt? Warum? Das ist eigentlich doch klar. Und das hätte man dann, also spätestens, sagen wir, im Februar, März dieses Jahres bemerken können, dass da irgendwas nicht rund läuft, so. Das ist auch sehr mutig, dass Sie genau über diese Themen sprechen, weil
Im Normalfall ist es ja immer einfach, dass gesagt wird, da ist irgendein Böse, ob der nun damals Gaddafi hieß oder Saddam Hussein, ist ja einfach, oder jetzt Assad, das ist der Böse, der ist verantwortlich dafür, dass die Flüchtlinge kommen, aber was sie gemacht haben, und es ist auch toll, dass sie in die Tiefe gehen und sagen, Ursache-Wirkungsprinzip, Kausalität, Ölwaffe und so weiter, da steckt ja was hinter. Und da muss ich mal überlegen, die greifen ja letztendlich die Künstler an, auch im Dritten Reich, die sie als Mitläufer bezeichnet hatten. Das ist ja so ein heikles Thema, gerade Götz George, sein Vater, Heinrich George, Götz George, toller Typ. Wir wollten ein Hörbuch mit dem übrigens machen, also hat mich schwer getroffen, dass der gestorben ist in diesem Jahr. Hier geht es nur darum, dass, wenn man sich hier aber anguckt, die trotzdem dem System ja zum Munde reden. Jetzt denke ich wieder an ihre legendäre Rede, wo sie sagten, wenn van der Leyen Waffen segnet, wortwörtlich in der Sendung, ist doch Wahnsinn. Also das heißt, unsere Soldaten sterben für was? Wo sind die Künstler? Die hat etwas geleistet, die hat neulich gesagt, das muss ich an der Stelle erwähnen, das war in der Huffington Post, die lese ich immer mit viel Ekel, aber ich lese sie doch, damit ich also weiß, was auch von der Seite gesagt wird. Und da stand drin, von der Leyen hat irgendwie gesagt, ja, Populismus ist auch eine Chance. Und zwar deswegen, weil eben man muss auch, wir müssen in unseren Interessen, also ihre Interessen, lernen, einfacher zum Volk zu sprechen, in Hauptsätzen. Und jetzt weiß ich aber, wer das gesagt hat, weil ich weiß, dass Hitler gesagt hat, sprich zum Volk nur in Hauptsätzen. Oh. Also hat quasi von der Leyen Hitler zitiert, finde ich schon Wahnsinn, das ist interessant. Sehr amüsiert darüber. Das heißt aber wieder, die Leute sind so blöd, sprich zu ihnen in einer einfachen Sprache, sonst kapieren sie es nicht. Und das ist falsch, weil die Aufklärung würde bedeuten, wer macht die ganzen Bösewichte zu Bösewichten. Das heißt, es ist ja immer so, dass die USA die Bösewichte hat sie kreiert, abgewertet und dann, weil sie im Weg waren. Das ist aber jetzt schon Verschwörungstheorie. Das ist ja genau dieser heikle Punkt, wo man dann kommen könnte. Ja. Wie erwidern sie denn jetzt dann, wenn die sagen, die Berufskollegen, ja, du bist eine Verschwörungstheoretikerin. Dann kann ich sofort drauf sagen, dass die Verschwörungstheorie nicht das Problem ist, sondern die Verschwörungspraxis in der Politik. Von Jesus Christus bis zum Irakkrieg. Und wenn die Leute googeln würden, dann würden sie einen 5-Sterne-NATO-General sehen, der auspackt irgendwann, weil er satt hat und der sagt, leider weiß ich den Namen nicht mehr, aber ich komme vielleicht beim nächsten Mal, der gesagt hat, er hat von der Regierung damals auf so einen kleinen Zettel bekommen, dass in den nächsten sieben Jahren 5 bis 7 Länder zu überfallen sind. Und zwar muss man das schnell machen, bevor es die anderen großen Mächte tun. Und das ist Syrien, Libyen, Irak und ein paar andere noch. Und das hat er bekommen und dann stand ihm, sie sind halt NATO, sagen, gut, sie müssen das halt machen. Und dann haben sie es halt sich dran gemacht, das zu tun. Und jeder, der nicht nur googelt, sondern die Leute, ich halte immer fürs Beste, man lässt die Leute, man hört sie sich selber an. Die NATO-Generäle, den Putin selber reden, das gibt's alles im Netz. Gut übersetzt. Und wenn man das alles sich anhört, dann kommt man langsam drauf, wo die Ursprünge liegen. Warum muss ich, ja, wenn ich in Deutschland bin, warum muss ich Russia Today mir anhören, um eine vollständige Sicht zu kriegen? Warum muss ich Russia Today oder RT Deutsch, warum muss ich das anschauen, um den Assange zu finden, wie er bei WikiLeaks erzählt, welchen Dreck Clinton am Stecken hat? Genau. Warum erfahre ich das nicht? Warum heißt es nicht mehr, Clinton ist eine Demokratin? Wenn ich mir ein bisschen Mühe mache und nachforsche, dann WikiLeaks ist ja inzwischen amtlich, ja, dann weiß ich, was dahinter steckt. Dann möchte ich sie nicht mehr wählen. Auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, dass wir vorhin darüber gesprochen haben, dass immer mehr Menschen, anscheinend ja gerade diese Russland-Propaganda, böser Putin, sagen wir, nicht mehr unbedingt dran glauben. Wenn sie dran geglaubt hätten, hätten wir wahrscheinlich jetzt schon nicht nur vor den Toren von Russland gestanden, sondern ein Krieg wäre voll im Gange. Es ist ja relativ heiß da schon abgelaufen. Momentan ist ja ein Riesenproblem, dass die Massenmedien die Deutungshoheit ja verlieren. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Merkel sagte vor 2 Wochen, dass sie bei Google und Facebook jetzt ran wollen. Da geht es um die Allerheiligsten, die Algorithmen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, das habe ich gelesen. Ja. Ja, das heißt also, wenn man jetzt eingeben würde, Lisa Fitz, NATO als Beispiel, weil man hat gehört, sie hat was Tolles dazu gesagt, kommt gleich wahrscheinlich bei Google erste Stelle Spätschicht. Danach würde es wie folgt aussehen, Lisa Fitz NATO, man scrollt und an tausendster Stelle kommt das. Das heißt, sie werden ersetzt durch andere Berichte, da wollen sie hin. Kommen die damit durch oder nicht? Das wäre also Meinungsfreiheit AD. Also ich verstehe das von der Regierungsseite aus vollkommen. Ne? Wenn ich die Regierung wäre, würde ich auch sagen, dieser ganze Dreck im Netz, da ist, es ist ja auch viel Dreck drin, muss man ehrlich auch sagen, ne?
Also ein unbedarfter Mensch, der verliert sich drin, ja, und kommt auf die vielleicht völlig falsche Spur. Ich habe mich sowieso gewundert, wieso das immer alles noch frei zugänglich ist. Ich habe mir eigentlich immer schon gedacht, also eigentlich, ich warte drauf, bis es. Also heutzutage muss er eigentlich gar nicht mehr Krieg führen, er braucht ja bloß Netz und Strom abschalten. Ja, dann ist die Genau. Bevölkerung im Eimer. So, wie geht es jetzt weiter? Was ist Ihre Meinung? Schaffen die jetzt die Mächtigen oder die Elite, die das Elite bezeichnen, das aufzuhalten? Ich sage mal, diesen Bewusstseinswandel, der leicht im Gange ist. Oder schaffen sie die Leute wieder quasi mit Brot und Spiele weiter abzulenken, was ja ganz gut funktioniert hat in der Vergangenheit? Also ich sag mal was Ketzerisches insofern, weil es spirituell ist, und spirituell ist ja dann oft so Weiberkram und woanders und alles ESO-Zeugs und so weiter. Ich bin aber mit einem Fuß neben dem Kabarett mein Leben lang in dieser Ebene. Und ich glaube, dass es auf dieser normalen plattenpolitischen oder auch auf der Internet, dass es nicht funktionieren kann, dass man die Leute in eine Richtung kriegt, die sind so gespalten. Ich glaube, es kann nur gehen, wenn das Ganze auf eine neue Bewusstseinsebene langsam Toll. gehoben wird. Ich glaube, wir kriegen das anders nicht mehr gebacken. Das kann der eine liebe Gott nennen, das kann er Liebe nennen, das kann er Weiterentwicklung nennen. Und wenn wir uns da unseren physischen Arsch nicht Entschuldigung, in die nächste Dimension versuchen zu heben, dann kann es sein, dass das hier nicht funktioniert. Aber so könnte das funktionieren. Toll. Deswegen sitzen wir heute auch hier zusammen. Das ist mir auch ganz wichtig, auch für die Zuschauer, diese Botschaft. Als wir im Vorfeld telefoniert hatten, haben mich schon beeindruckt, dass Sie sagten, Sie haben irgendwann mal, sind Sie aus der Kirche ausgetreten, ne? Wie Ja. lange ist das jetzt her? Schon ein paar Jahre. Mit 25 schon, also ist Also ewig. 20 Jahre her, circa. Ja. So. Und dann ging es darum, Yoga. Haben Sie auch Ja. mit 7 Jahren oder wann haben Sie angefangen Also schon meine damit? Mutter, die hat mich mitgenommen, es war ein Schweizer Yogalehrer übrigens, also total bodenständig, Hildebrand hieß der auch. Okay, Und muss ich gut merken. ich war halt 7 Jahre lang unruhig und bin immer so da drin gesessen und gedacht, Yoga. Aber trotzdem war das natürlich ein tolles Alter, um das alles mitzubekommen. Und das, was ich am Buddhismus so liebe, auch bei mir hat sich das gemischt. Die Botschaft von Jesus Christus, den ich sehr modern fand für seine Zeit, gute Sachen gesagt auch, und die Quantenphysik mit dem Buddhismus. Heisenberg, ne? Damals. Genau, also das finde ich eine gute Mischung, dass man sagt, Perfekt. wenn man hört, jedes Elektron weiß von jedem anderen Elektron im Universum, wo es ist und was es macht. Das kommt ja am Netz, das ist ein Netz. Das heißt, alles, was ich tue, hat eine Auswirkung. Und das erinnert mich an diesen Finger von Michelangelo, dass man sagt, da berührt sich Religion und Physik. Ist eigentlich das Gleiche. Das heißt, alles, was ich sage, was ich tue, hat Auswirkungen. Könnte es vielleicht sein, dass, sage ich jetzt mal, doch in der Showbranche einige Leute doch ähnlich denken wie wir, die trauen sich bloß erst noch nicht nach außen zu kommunizieren. Und dass, wenn immer mehr kommen, also einer sind Sie, Xavier Naidoo ist ja auch ein Vorreiter, die auch ihre Meinung sagen, dass jetzt, sagen wir mal, immer mehr kommen. Also ich hatte immer das Gefühl, auch selber, man hat oft Angst, irgendwas zu sagen. Ich habe mich dann rückversichert durch Lesen oder durch Gespräche mit anderen Kabarettisten. Ich habe wirklich mal beim Volker Pispers angerufen und habe gesagt, du, ich bin jetzt unsicher, weiß ich, stimmt das und das. Und der hat mir dann manchmal den Rücken gesteckt und ich gehe zu Kollegen, schau mal die Show an, zu den Guten. Ja? Und wenn ich mich was nicht aus der Deckung traue, dann höre ich andere reden, und wenn ich vom Herz oder vom irgendwie das Gefühl habe, das stimmt, dann gehe ich nach vorn raus. Ne? Man braucht oft auch diese Rückversicherung. Und wenn einer nach vorn rausgeht und was sagt, dann trauen sich oft viele andere auch aus der Deckung. Das meine ich ja mit. Das ist ja in dieser Theorie, diesem hundertsten Affen, diesem morphogenetischen Felder, ja, dass dann diese Verbindung ja da ist. Also ähnlich wie die Geschichte, die wir vorhin erzählt hatten, man denkt aneinander. Also Sie lesen mein Ja. Buch gerade, durch Zufall, ja, denke ich an Lisa Fitz und so, der schicken wir mal eine Mail, weil sonst hatten wir nie irgendeinen Kontakt gehabt. Dass ja so andere jetzt auch anfangen. Und Sie haben natürlich einen großen Vorteil, haben Bekanntheitsgrad und inspirieren auch andere. Also wir reden ja nicht nur über die Showbranche, sondern wichtig ist auch, dass der Zuschauer, der Bürger auch sagt, Mensch, Hoffnung, hier ist auch eine gewisse Hoffnung Das da. ist ganz wichtig, weil ich habe, wenn ich, also das geht Ihnen und wahrscheinlich vielen Leuten so, man beschäftigt sich 3 Tage mit Politik, liest, hört, und dann kriegt man Angst, man kriegt echte Angst in diesen Zeiten, man möchte gar nichts mehr wissen, und dann schauen halt viele dann die lange Nacht der Volksmusik an. Ja, das ist klar, weil sie denken, bloß weg von dem Zeug.
Und wenn keine Aussicht mehr da ist, dann geben die Leute auf. Und dann, wenn man nur mehr Angst hat, dann kann man prima gesteuert werden. Und das ist die Gefahr. Wir machen das immer so bei mir in den Sendungen, dass die Zuschauer, also so die Situation, stellen sich vor, sie treffen jetzt, also statt Heiko Schrang sitzt jetzt irgendjemand an der Bar, mit dem sie unterhalten. Erdogan. Der jetzt sagt, ich habe meine Sorgen. Mit Erdogan würde ich gerne reden, würde ich, wenn ich dürfte, hingehen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe Sorgen, wie geht's weiter? Jetzt ist Trump an der Macht gekommen. Merkel will nochmal kandidieren. Draußen, außer dass da ein Glühwein ist, aber es ist alles irgendwie dunkel, kalt, kommt den Leuten das vor. Sie sind eine mutige Frau, Lisa Fitz. Was ist Ihre Botschaft an uns? Was meinen Sie, was kann ich noch verändern? Was muss ich machen? Also es gibt zwei Botschaften. Vor kurzem der Nepo, mein Sohn, der hat neulich gesagt, ich habe gesagt, du musst aufpassen, dieses und jenes und so, und dann da kann was passieren und so. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, das ist ja jetzt nur das Leben. Sag ich, was? Also der ist gar kein Buddhist oder so, also das ist einfach so, sag ich, ja, aber es ist doch jetzt nur das Leben. Er sagt, ja, wie? Und ja, dann machen wir halt irgendwie anders weiter. Toll. Und da muss ich oft dran denken, weil das war so klasse, weil man hat doch als Mutter immer Angst, es passiert was mit Kind und kam so, ja, so. Und das wäre die eine Botschaft, dass man es also nicht ganz so ernst nimmt, dadurch kriegt man so einen gewissen, sagen wir mal, metaphysischen Humor. Sieht man ja auch bei ihm. Egal was dann ist, entweder bin ich tot, dann ist es eh wurscht, wenn ich ganz weg bin, ist es sowieso egal, ja. Mhm. Und wenn es weitergeht, ist es auch egal. So, also das wäre das einmal, um die Lage zu entspannen. Und das andere ist, ja, ich muss stark versuchen, dass man nicht so weibliches Zeug sagt wie die Liebe und das. Nein, doch, einfach sagen. Ja, weil da tue ich mir auch oft schwer, also manche Menschen zu lieben, wenn ich sie überhaupt nicht mag. Also mit Lichterketten alleine, glaube ich, ist das nicht zu beheben. Aber einfach vielleicht alles doch versuchen, eine Stufe höher zu bringen, das Niveau. Dass man da jeden Tag dran denkt, dass man nicht dann tiefer runtergeht und dann nur beim Fußball hängt oder so, sondern immer auch im Umgang miteinander, auch was man über andere Länder sagt, über andere, ob das Russland ist oder Türkei, immer versuchen, immer Stufe höher zu gehen, jeder. Und die Vogelperspektive? Nee, nicht von oben runterschauen, sondern in der Weiterentwicklung. Also höher, vielleicht ist es falsch, höher, weiter, sich weiterzuentwickeln. Eine Stufe weiter, wie die Pyramide, wo wir sagen, jetzt gehen wir mal eine Stufe höher. So quasi. Ja, wie ein Kind das halt lernt, gehen oder das dann lernt, genauer zu denken oder sich Mühe gibt im Umgang miteinander, netter sein. Eine Stufe weiter. Manche Sachen ist eine Stufe weiter. Okay, ja. Ob es höher ist, weiß ich nicht. Weiter. Das ist toll, dass sowas so sagen, die meisten bleiben hängen in der Politik. Deswegen macht es uns Spaß, auch mit Ihnen heute so zu reden, weil diese beiden Aspekte, ich sag mal, die Metaphysik und mit der Materie, mit der normalen Welt zusammengefasst wird. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die Herzen noch öffnet von den Menschen. Mhm. Und ich bedanke mich recht herzlich bei einer Frau, die so viel Zivilcourage zeigt und mutig ist, nach außen hin auch das zu sagen, was sie denkt. Bei Lisa Fitz, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Also ich meine, Sie haben das ja auch rausgekitzelt, ne? Sonst sagt man es ja nicht. Das hat er auch gut gemacht. Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns ja mal, aber schön, dass wir uns in Berlin, es funktioniert, dass wir uns getroffen haben. Danke für unsere Zuschauer. Bis zur nächsten Sendung. Vielen Dank. Euer Heiko Schrank.